Jeden Tag kommen tausende Flüchtlinge in Deutschland an. Das kann so nicht weitergehen, sagt Gerda Hasselfeld. Die Chefin der Landesgruppe der CSU, der Christlich-Sozialen Union im Deutschen Bundestag, ist überzeugt, der Zustrom von Flüchtlingen muss reduziert werden. Sie ist diese Woche unser Gast. Herzlich willkommen. Guten Tag. Herzlich willkommen auch Ihnen, liebe Zuschauer, zum Interview DTW. Mein Name ist Alexandra von Nahm. Frau Hasselfeld, wenn Sie Bilder von Flüchtlingen sehen, die auf ihrem Weg quer durch Europa Germany, Germany rufen und Deutschland als ihr Ziel angeben, was geht Ihnen durch den Kopf? Es geht mir zweierlei durch den Kopf. Das eine ist, diesen Menschen zu helfen. Und das zweite ist aber auch, die heimische Bevölkerung nicht zu überfordern. Und wir können diesen Menschen nur helfen, wenn wir das Ganze nicht überborden lassen, wenn die Aufnahmekapazitäten in den Schulen, im Arbeitsmarkt, im Wohnungsbereich auch wirklich so sind, dass wir das alles verkraften können. Und da sind wir an einer Grenze angelangt, die auch eine Rückführung der großen Zahlen an Flüchtlingen beinhaltet. Aber spüren Sie auch ein bisschen Stolz darauf, dass es eben Deutschland ist, das als ein Land angesehen wird, von dem die Flüchtlinge glauben, dass sie auch hier Schutz finden? Und Deutschland ist in der Tat ein attraktives Land. Es ist ein Land, in dem uns gerade in diesen Zeiten wieder ganz besonders bewusst werden soll, was hier geleistet wurde. Im Übrigen wird auch sehr viel von hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern in den Flüchtlingseinrichtungen, in den Erstaufnahmeeinrichtungen und in den Gemeinden geleistet, um die Integrationsarbeit und die humanitäre Versorgung auch zu gewährleisten. Andererseits stoßen diese Menschen, gerade diese Menschen auch, an Kapazitätsgrenzen, nicht nur in der Zahl, sondern auch in dem, was sie noch verkraften können. Und deshalb müssen wir eben auch dafür Sorge tragen, dass neben der humanitären Versorgung auch die Reduzierung der Flüchtlingszahlen im Raum steht. Wir können nicht allen helfen und wir können nicht die Probleme der ganzen Welt auf deutschem Boden und wenn es noch so attraktiv ist, lösen. In Bayern, wo Sie zu Hause sind, genauso wie Ihre Partei, die Christlich-Soziale Union, sind ja besonders viele Flüchtlinge auch in den letzten Wochen angekommen. Sie haben schon vor Wochen die Kanzlerin aufgefordert, alles Mögliche zu unternehmen, um eben den Zustrom zu reduzieren. Sie hat sich aber lange nicht wirklich bewegt. Hat Sie das geärgert oder enttäuscht? Wir haben in der Tat in Bayern den größten Zustrom zu verzeichnen und die größten Belastungen zu tragen. Und deshalb wird es auch von der Bundeskanzlerin akzeptiert, dass wir die Sorgen der Bevölkerung, die Engpässe, die sich dort ergeben, auch zum Ausdruck bringen und auch den Kollegen in anderen Bundesgebieten dies auch zum Ausdruck bringen. Das tun wir und wir sind auch auf offene Ohren gestoßen, denn die Belastungen, die damit verbunden sind, treffen letztlich dann das ganze Land. Und wir haben uns jetzt am Wochenende zu, wie ich meine, guten Entscheidungen durchgerungen. Und auch alle anderen in der Bundesregierung sehen die Notwendigkeit, dieses Problem zu lösen und auch zu einer Reduzierung der Flüchtlingszahlen beizutragen. Aber die Kanzlerin ist in ihrer Partei ja sehr stark kritisiert worden. Ihnen wird ja ein besonders gutes Verhältnis zu Frau Merkel nachgesagt. Das hat jetzt nicht gelitten in der aktuellen Flüchtlingskrise. Ich glaube, dass in der öffentlichen Darstellung die Diskussion ein bisschen zu stark personalisiert wurde und dass auch zu stark die Fronten gezeigt wurden zwischen der CSU und der Situation in Bayern und der Situation in Berlin und speziell dann auch der Bundeskanzlerin. Wir hatten immer gute Gespräche. Wir wissen aber auch, und das hat uns die Bundeskanzlerin auch immer wieder gesagt, dass die Probleme nicht nur national zu lösen sind. Jetzt hat sich auch die Regierungskoalition aus CDU, CSU und SPD auf verschiedene Maßnahmen geeinigt, um die Krise zu bewältigen. Sind Sie damit zufrieden mit dem Kompromiss?
Es ist ein Kompromiss, wie er immer in einer Koalition zu erreichen ist. Er zeigt, dass alle miteinander das, was wir von Seiten der Union eingebracht haben, letztlich auch wollen, nämlich die Reduzierung der Flüchtlingszahlen. Ihre Partei, die CSU, die wollte ja Transitzonen, um Asylsuchende, die keine Chance auf ein Asyl haben, direkt an den Grenzen abzuweisen. Diese Transitzonen kommen jetzt nicht. Ist das eine falsche Entscheidung? Nun, ich will mich nicht an Begriffen festmachen, ob das so oder so heißt. Tatsache ist, dass man sich geeinigt hat auf Einrichtungen, die zunächst einmal an zwei Standorten in Bayern, nämlich in Manching und Bamberg, stattfinden, in denen die Bewerber oder die Flüchtlinge aus den sogenannten sicheren Herkunftsstaaten kommen und auch noch einige andere und die dann ein ganz schnelles Verfahren bekommen und nach diesem Verfahren auch konsequent zurückgeschickt werden müssen, denn die Anerkennungsquoten aus diesen sicheren Herkunftsstaaten sind ja fast null. Trotzdem bekommen sie ein Verfahren, aber ein sehr rasches Verfahren, ein rechtsstaatliches Verfahren. Und sie müssen in der Umgebung bleiben. Wenn sie das nicht tun, dann bekommen sie keine Leistungen. Und wenn sie verschwinden und dann wiederkommen, dann wird auch der Asylantrag auf die Seite gelegt, dann gilt er nicht mehr und sie werden auch ohne Verfahren zurückgeschoben. Die CSU trägt ja auch das Christliche und Soziale im Namen. Wird man mit diesen Maßnahmen aber dem gerecht, jedem Flüchtling, auch wenn er aus einem sicheren, vermeintlich sicheren Land kommt, müsste man dann nicht doch genauer gucken, sich mehr Zeit nehmen, um zu entscheiden, ob der doch nicht Anspruch auf Asyl hat? Und wir haben viele Kontakte mit Politikern aus den sogenannten sicheren Herkunftsstaaten, beispielsweise aus den Westbalkanstaaten. Und dort hören wir immer wieder, nehmt uns nicht die guten Leute weg. Wir sind zwar noch nicht so weit im Wohlstand wie ihr in Deutschland, aber wir brauchen gerade diese Leute, um unsere Länder aufzubauen. Und es liegt deshalb auch im Interesse dieser Länder, dass dort die Leute nicht weggehen. Es sind ja auch keine Leute oder keine Regionen, in denen politische oder andere individuelle Verfolgung stattfindet, sondern es sind die wirtschaftlichen Gründe, die häufig ausschlaggebend sind dafür, dass die Leute dort weggehen. Und dafür ist Deutschland nicht da. Wir können nicht die wirtschaftlichen Probleme anderer Länder in Deutschland lösen. Und das müssen diese Menschen auch wissen, dass sie erstens wieder zurückgeführt werden, wenn kein Fluchtgrund vorhanden liegt und kein individueller Asylgrund vorhanden ist. Sie müssen wissen, dass Deutschland all die Probleme, die man vielleicht gerne hier lösen möchte, nicht lösen kann und dass auch Deutschland nicht das Paradies für alle ist. Diese Position vertritt auch Ihr Vorsitzender Horst Seehofer sehr meinungsstark. Er hat ja auch einen sehr scharfen Ton angeschlagen in der Flüchtlingsdebatte, hat die Kanzlerin kritisiert. Es war sogar die Rede von einem möglichen Bruch der Koalition. Haben Sie den Ton angemessen gefunden? Und jeder hat seinen eigenen Ton. Aber Tatsache ist, dass der Druck, der von Seiten der CSU und des Parteivorsitzenden der CSU aufgebaut wurde, letztlich zu dem geführt hat, was wir heute alle für richtig halten. Und ohne diesen Druck wäre das auch nicht erreicht worden. Ich glaube, das zeigt wieder mal, dass sich das Streiten in der Politik im positiven Sinne, ja, das Auseinandersetzen mit verschiedenen Argumenten, auch wenn der Ton einmal ein bisschen härter ist, dass sich das durchaus lohnt. Sie haben einmal gesagt, ich habe schon viel mit schwierigen Männern zu tun gehabt. Wie schwierig ist es denn, mit Horst Seehofer zusammenzuarbeiten? Ach, das ist zeitweise ganz unterschiedlich. Es ist nicht immer schwierig und es erfordert einfach das sich hineindenken in den anderen, was nicht nur schwierig, sondern finde ich immer eine schöne Herausforderung ist. Und wenn man sich dann persönlich tatsächlich gut kennt und damit im Endeffekt auch gut versteht und weiß, dass man gemeinsam, nicht nur in der gemeinsamen
Partei, sondern auch um die gemeinsamen Werte und Ziele streitet und arbeitet, dann ist das eine durchaus befriedigende Arbeit und so sehe ich das auch. Die CSU ist ihr politisches Zuhause. Ihr Vater war schon in der Partei aktiv. Er war eben Politiker, aber auch Metzger und Gastwirt. Und Sie haben einmal gesagt, dass Sie und Ihre 5 Geschwister in einem Wirtshaus praktisch aufgewachsen sind. Wie wichtig ist das für Sie als Politikerin, darauf zu hören, was an deutschen Stammtischen auch gesagt wird, was da diskutiert wird? In der Tat hat mich die Familie und auch das Erleben der Gastwirtschaftsatmosphäre als junges Mädchen schon geprägt. Und das ist auch das, was ich heute noch als große Bereicherung meiner Arbeit empfinde. Das Gastwirtsleben war auch in früheren Jahren und Jahrzehnten noch ein anderes, als es heute ist. Da hat sich das ganze Dorfleben, auch vieles am Privatleben bei uns im Gastzimmer, hat da stattgefunden. Und diese Nähe zu den Menschen, auch die Liebe zu den Menschen, hat sich daraus entwickelt und ist letztlich auch das, was mich in der politischen Arbeit nach wie vor treibt. Zum Schluss des Interviews haben wir wie immer die 3 Unvollendeten. Das sind 3 Sätze und ich würde Sie bitten, diese Sätze für uns zu vollenden. Den Begriff die Festung Europa finde ich nicht angebracht. Wenn ich mich gegen starke Männer durchsetzen will, dann arbeite ich mit den Talenten, die mir der Herrgott gegeben hat. Wie zum Beispiel? Ich bin im Grundsatz harmoniebedürftig, habe aber, denke ich, schon das Talent, mich in die Situation anderer hineinzuversetzen und dieses in mein Verhalten zu integrieren. Und von meinem Vater habe ich gelernt, dass nirgends wie in der Politik Hosianna und kreuzigt ihn so nah beieinander ist. Vielen Dank für das Interview. Gerne.